So, Freunde, ich habe jetzt also dieses HioSafe-Schloss an der Schiebetür abmontiert und hier seht ihr schon mal fachmännischer Murks, das ist eine Katastrophe. Diese Schraube, die hier oben drin war, die hat gar nicht gehalten, die ist also im Ring rum, die war überdreht, das war viel zu stark angezogen. Diese Schraube hier unten, man sieht es glaube ich, wenn ich mal näher hingehe, das fängt an zu rosten, das heißt, das hat schon angefangen zu rosten hier. Also, die haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, nach dem Bohren diese Löcher irgendwie zu versiegeln mit einem Rostschutz oder einzufetten, so wie es eigentlich in der Anleitung von HioSafe steht und empfohlen wird. Gar nichts. Es ist eine Katastrophe. So. Durch das, dass ich das jetzt so entdeckt habe, werde ich natürlich auch noch an der Hecktüre dieses HioSafe demontieren, denn dort ist mit Sicherheit der gleiche Murks, das haben die halt bohrt, rangeballert, peng und fertig. Und auch da werde ich das wegmachen und werde es mal kontrollieren und entsprechend mache ich da auch diese Edelstahl Nietmuttern rein. Denn mit diesen Schrauben, ich zeige euch das einmal hier. Hier ist die Schraube, die in dem in der rostigen Vorbohrung drin war. Man sieht es auch an der Schraube hier. Man glaubt, man kann es erkennen. Also es hat hier schon, schaut, Rost angesetzt. Katastrophal. Und auch die anderen kann man hier erkennen. Ist am Rand schon rost. Ja, und das Fahrzeug haben wir jetzt gerade mal 5 Wochen. Man muss sich das mal vorstellen. Es ist nicht zu fassen. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen. Also, nee, ich schmeiß mich weg. Das ist unglaublich. Ja, das nennt man fachmännischer Betrieb. So sieht es leider aus. Das ist die Wirklichkeit. Man muss wirklich alles selber machen, dann weiß man, dass es richtig gemacht ist, ansonsten hat es keinen Wert. Ich reg mich jetzt schon wieder auf, hat gar keinen Wert. Machen wir weiter. Also, folgendermaßen, ich werde jetzt also hier diese Löcher aufbohren, auf das Maß der Nietmuttern, sorry. Ich verwende also dazu M5er Nietmuttern aus Edelstahl und die mache ich da rein. Und dann werde ich mit M5er Imbusschraube, die sind nämlich genauso vom Kopf her genau optimal, dass es mit dem HioSafe wieder sauber abschließt. Ich zeige euch das, wir gehen gerade mal runter in die Werkstatt. So, also ihr seht, hier habe ich dieses Zusatzschloss, dieses HioSafe und ich gehe jetzt hin und mache hier diese M5er Nietmuttern rein. Ich habe ja zum Glück noch jede Menge von dem Zeug, da ich die ja beim VW-Bus, wo ich dort umgebaut habe, habe ich ja viel mit diesen Nietmuttern gearbeitet. Hier ist die Nietzange mit dazu und dann machen wir hier diese M5er Edelstahl Schrauben rein. Und wenn ich das Loch aufgebohrt habe, dann werde ich das versiegeln und hoffe dann, dass das dem Rost gut vorgebeugt ist. So. So machen wir das.
Das Ganze jetzt noch mit einem Senker entgraten. So. Jetzt gucken wir mal, ob die Nietmutter passt. Habe hier schon eine aufgezogen. Bloß mal zum Gucken, ob es funktioniert. Jawohl, passt wunderbar. Geht rein. Einwandfrei. Okay. So. Dann hätten wir schon einmal das. So, mit einem kleinen Pinsel machen wir jetzt den Rostschutz rein. So, die Grundierung ist jetzt mittlerweile getrocknet und ich gehe jetzt zusätzlich her, ich habe noch einen Lackstift vom Bulli, den wir ja vorher gehabt haben. Das ist so eine ähnliche Farbe, nicht die gleiche, spielt aber keine Rolle, soll nur noch einmal als zusätzlicher Schutz hier für diese Löcher dienen, denn die sieht man ja nachher sowieso nicht mehr. Aber ich habe das noch übrig, dann verwende ich das natürlich auch und mache da zusätzlich ein bisschen einen Lackschutz drüber. Ja, also man kann sehen, das ist fast identisch. Man sieht es eigentlich gar nicht. Ja, perfekt. Ich zeige es euch noch einmal im Nahen. So Freunde, und jetzt sind die Löcher geschützt und ihr seht, selbst mit dem Lack, es ist gar kein Unterschied festzustellen, das ist so ziemlich identisch, aber wie gesagt, das sieht man ja nachher nicht. Hauptsache, die sind jetzt vor Korrosion geschützt. So, und wenn die jetzt getrocknet sind, dann werde ich diese Nietmuttern reinmachen. Bis dann! So, wir machen jetzt diese Nietmuttern rein, M5. Halt so rum. So Freunde, jetzt haben wir also die Nietmuttern reingesetzt, so, und jetzt wäre das HioSafe Montage fertig, das heißt, ich gehe jetzt hin, ich nehme diese, wo haben wir sie denn, da, diese Gummiplatte, die ja vorher da drauf war, die verwende ich jetzt nicht mehr, sondern ich habe noch Sikaflex übrig von der Montage von diesem Racegitter, Kühler vorne, wo ich euch gezeigt habe, und da habe ich noch Sikaflex übrig und da mache ich jetzt eine ganz, ganz dünne Schicht drauf auf das HioSafe, auf die Rückseite, auch um die Schraubenlöcher rum und dann montieren wir das. Und dann müsste das absolut safe und gut sein. Da dürfte jetzt dann nichts mehr passieren. Okay. So Freunde, ich habe jetzt diese Rückseite von diesem HioSafe hier noch mit dem Senkbohrer ein bisschen eingesenkt, denn diese Niete guckt
vielleicht einen halben Millimeter raus, die sind ein bisschen stärker. Und damit es nachher plan da drin liegt, habe ich hier einfach das etwas versenkt, so dass das wunderbar sich reinpasst. Und auch das werde ich jetzt mit meinem Lackstift noch einmal ein bisschen versiegeln. Braucht man normal nicht, aber ich mache es trotzdem. Und dann wird hier auf der Rand schön eine ganz dünne Schicht Sikaflex auftragen und auch hier um diese Schraubenlöcher rum, bevor wir zur Montage kommen. Das Ganze braucht also nur ganz dünn aufgetragen werden. Sollte nicht zu viel sein. Jetzt könnten wir das Ganze montieren. So, ich habe jetzt also mittlerweile dieses HioSafe Schloss wieder montiert. Man sieht es hier, also mit den Edelstahl, 5er Edelstahl und, Moment, die ist nicht richtig zu, die muss natürlich richtig zu sein, sonst geht es nicht. So, und dann funktioniert es auch, einwandfrei. So sieht es jetzt aus. Natürlich, eins ist klar, Streifen tut es natürlich immer noch. Die hättet nämlich müssen hingehen und hättet zuerst mal probieren müssen, an welcher Stelle man das Schloss hinmachen kann, damit es nicht innen am Fensterrahmen streift. Aber die haben natürlich da einfach husch husch schnell das Ding hingemurkst. Ich habe nämlich geguckt, wenn das da unten hin gemacht hätte, hier an dieser Stelle, wäre es problemlos vorbeigegangen. Ja, das bringt man natürlich jetzt nicht mehr weg, denn ich kann ja das Schloss nicht einfach versetzen. Ich habe ja hier die Löcher drin. Das heißt, ich muss mir jetzt da noch was einfallen lassen, dass es zumindest nicht ganz so schlimm ist. Ich denke, es dürfte jetzt etwas besser sein, denn ich habe ja jetzt diesen Gummi, der da unten war, weggelassen. Gut, das ist natürlich nicht viel. Das wird nicht arg viel ausmachen, aber wir probieren mal, ob es etwas besser ist. So, dann schauen wir mal. Ja, es streift immer noch ein bisschen, aber es ist wesentlich besser. Also es knatscht jetzt schon mal nicht mehr so. Ein klein wenig streift es noch, aber man kann sehen, es hält sich in Grenzen, es geht, also es ist auf jeden Fall wesentlich besser als vorher. So, also mit dem Ergebnis kann man einigermaßen leben, das funktioniert. Ja, und jetzt machen wir das Ganze an der Hecktüre. Das filme ich jetzt aber nicht mehr, das ist ja genau dasselbe Vorgang wie hier auch. Ich werde vielleicht nur noch mal filmen, wenn ich es weggeschraubt habe, wie eben diese Löcher aussehen, ob die auch schon angerostet sind oder wie oder was. Schauen wir mal. Ich fange jetzt auf jeden Fall hinten an. So Freunde, ich habe jetzt also an der Hecktüre dieses HioSafe auch entfernt und man kann sehen, auch hier schon, da läuft die Rostbrühe schon hier runter. Also die unteren beiden Schrauben sind schon verrostet, das sieht man schon. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Hey, das ist eine Katastrophe. Ehrlich, ich könnte mich schon wieder aufregen. Seht ihr das? Beide Schrauben, das sind die unteren Gewässer, sind also auch hier schon wieder total rostig. Und das nach 5 oder 6 Wochen, wie wir jetzt das Fahrzeug haben. Und das steht ja im Carport, also das steht nicht im Freien. Das Fahrzeug hat noch nicht viel Regen gesehen. Jetzt kann man sich das vorstellen, wie das aussieht, immer noch vielleicht 2, 3 Jahre. Dann ist das alles vergammelt, das kannst du vergessen. Also es ist eine Katastrophe, ehrlich. Das ist nicht hinnehmbar, sowas. Das ist furchtbar, so etwas. Und das für so viel Geld, ja, so ein Murks abliefern.
So Freunde, diese HioSafe-Geschichte hier, die Zusatzschlösser, das ist jetzt also abgeschlossen. Ich habe es jetzt also auch am Heck hinten so gemacht wie an der Schiebetür, wie ich euch schon gezeigt habe. Also ihr seht, es ist alles wieder verbaut, alles funktioniert. Ja, und ich hoffe, dass es jetzt entsprechend gut ist. Ich denke, ich habe es richtig gemacht. Und jetzt hoffen wir, dass das für die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre hält. Ne? Ja, abschließend ist zu sagen, es ist natürlich schon absolut enttäuschend, was wir heute bei uns in unserem Land hier für eine Qualität, so nennt sich das heutzutage, Angebote kriegt. Also von Qualität muss ich sagen, sind wir meilenweit entfernt. Dafür sind wir in der hohen Preise, ja, an vorderster Front. Aber ja, auf die eine Art bin ich natürlich jetzt froh, dass ich das gemerkt habe, dass ich das so machen konnte. Und eben auch nur aufgrund dessen, weil eben diese Schiebetür, dieses Fenster, der Fensterrahmen innen drin, an diesem HioSafe ja gestreift hat, gewaltig gestreift hat. Ich habe es euch ja gezeigt. Und nur aufgrund dessen habe ich das gemacht. Wenn das jetzt ganz normal gewesen wäre, wäre ich ja nie auf die Idee gekommen, dass da eventuell das so scheiße montiert ist, dass das jetzt schon anfängt zu rosten. Von dem her gesehen war es ein Glücksfall, dass ich das so gemerkt habe. Ja. Ja, jetzt kommen natürlich noch einige andere Dinge. Und da werden wir mal sehen, wie wir da verfahren. Mir ist schon eine Werkstatt versprochen worden. Ja, bis heute hat sich immer noch nichts getan. Nach 6 Wochen. Wir gehen jetzt in die 7. Woche. Und ja, warten wir es mal ab. Das, was ich jetzt noch selber machen kann, mache ich selber. Und das ist auch meines Erachtens nach das Beste, was man machen kann. Denn dann weiß man, was man hat. Wer weiß, wenn das jetzt in der Werkstatt gemacht worden wäre, die hätte den gleichen Pfusch wieder gemacht. Zumindest was diese Verschraubungen anbelangt, da bin ich davon überzeugt. So, das war's jetzt mal an dieser Stelle. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, was ich sonst noch alles mache. Von diesen Mängeln, die behoben werden müssen, ich melde mich dann wieder. Bis dann, für heute sind wir jetzt auf jeden Fall erst einmal fertig. Das reicht. Ciao.